Gershwin 100 Jahre später. Für mich war die Frage, wie hätte er heutzutage komponiert? Das war mein Ansatz, mich seinem Werk zu nähern, vor allem auch der Rhapsody in Blue. Und interessant ist, wenn man in das Werk hineinsteigt, kommt man drauf, wie es gebaut wurde. Und für mich war interessant, die Möglichkeiten, die heutzutage bestehen, die Gershwin noch nicht hatte, in meine Adaption einfließen zu lassen. Vieles war damals nicht möglich, vor allem was die rhythmischen Sprachen des Jazz anbelangt. Aber das bringen wir alles in unserem Projekt. Das Programm In Blue verbindet. Es verbindet eine klassische Solistin mit Jazzband, mit neuen Arrangements. Und es verbindet auch die ZuhörerInnen miteinander, denn wir sprechen das Jazzpublikum an und das Klassische und auch das Publikum, das noch nie in einem Konzert war. Ich wollte sie so spielen, wie es sich damals angefühlt hat. Neu, witzig, laut und mit einem unglaublichen Spaß am Musizieren.